Hallo, danke schön fürs Einschalten und willkommen auf meinem Kanal. Für alle, die hier neu sind, mein Name ist Lara und heute möchte ich mit euch darüber plaudern, warum ich mit der Pille aufgehört habe, was war so meine Erfahrung. Also falls ihr darauf Lust habt, dann möchte ich euch gerne einladen, weiterzuschauen und ich wünsche euch viel Spaß. Ich habe meine Pille seit meinem 16. Lebensjahr genommen. Ich habe damals angefangen, sie wegen meiner Haut zu nehmen und später dann natürlich als eine Verhütungsmethode, weil ich eine ungewollte Schwangerschaft verhindern wollte. Ich bin ein sehr starker Befürworter von geplanter Schwangerschaft und ich war mit ihr eigentlich sehr zufrieden. Ich habe sie ganz gut vertragen. Ich hatte keine Gewichtszunahme oder Gewichtsabnahme. Meine Haut war dann wesentlich besser und ich habe sie einfach jahrelang genommen. Irgendwann habe ich eine Pause gemacht, aber dann fing ich mit der Pille wieder an. Die Pille, die ich genommen habe, hat Celeste geheißen. Sie wurde irgendwann abgeschafft. Und mein damaliger Frauenarzt hat mir dann stattdessen Marvelon verschrieben. Die hat so angeblich eine ähnliche Hormonenzusammensetzung wie die Celeste. Ich habe circa vor 5 Jahren angefangen, Migränen zu haben und hatte keine Ahnung, dass das auch mit der Pille zusammenhängen könnte. Ich habe zu der Zeit einen extremen Stress gehabt und war auch depressiv und ich habe das dem auch irgendwie zugeschrieben und die meisten Ärzte taten das auch. Ich war bei vielen Ärzten, die haben mich von Kopf bis zum Fuß untersucht, weil die Migränen waren echt schlimm. Also ich hatte einen Rekord 5 Tage lang durch, wo ich auch geschrieben habe, mir war schwindelig und ich hatte solche Schmerzen, dass ich kaum schlafen konnte und das war echt nicht lustig und deshalb so viele Untersuchungen. Natürlich haben sie nichts gefunden. Was ich extrem interessant finde, ist, dass jeder einzelne Arzt, bei dem ich war, hat gefragt, nehmen Sie irgendwelche Medikamente? Und ich habe jedem gesagt, das Einzige, was ich regelmäßig nehme, ist Pille und die heißt Celeste. Und keiner ist auf die Idee gekommen, vielleicht reinzuschauen, ob das vielleicht mit der Migräne zusammenhängen kann. So toll, ne? Jedenfalls, ich habe dadurch, dass mir kein Arzt helfen konnte bei den Migränen und dass es auch durch Atemübungen und Entspannung nicht besser wurde und dass ich die trotzdem regelmäßig hatte, habe ich selbst im Web geforscht und habe eigentlich wesentlich mehr Informationen im Internet selbst als ein Laie gefunden, als was mir alle Ärzte geben konnten. Und ich habe nachgelesen, dass erstens, wenn man regelmäßig Migränen hat, dass man sich niederschreiben sollte, wann es passiert, was man an dem Tag zum Beispiel gegessen hat, Tag davor, was man getan hat, dass man da irgendwie Zusammenhänge und Muster erkennen kann. Und ich habe dann nach einer Weile erkannt, wow, das ist eigentlich sehr oft auf den Tag genau in der Woche, wenn ich meine Pille absetze. Ich habe die Pille immer so 3 Wochen genommen, dann war immer da die eine Woche, wo man die Regel kriegt und meistens am Tag 3 kam ein starkes Kopfweh. Ich habe dann immer versucht, sehr viel zu trinken, weil ich hatte ja keine Ahnung, dass es vielleicht von der Pille abhängen kann und das Kopfweh ist aber nicht weggegangen, trotz Nackenmassieren, Entspannen, Atemübungen, bla bla bla. Und sehr oft hat es dann tagelang gedauert, bis es besser wurde und es hat dann meistens so eine Migränenform angenommen. Ich habe Augenschmerzen gehabt, das Licht hat mir einfach in den Augen so weh getan und ich hatte so stechende Schmerzen, meistens hinter meinem rechten Auge und dadurch kamen dann die ganzen Nackenverspannungen, weil wenn man Schmerzen hat, sitzt man automatisch so, also war echt furchtbar. Und ich habe dann eben erkannt, aha, da ist ein Muster, passiert immer zu der gleichen Zeit und ich habe gesagt, naja, das Einzige, was mir da einfällt dazu, wäre die Pille. Dann habe ich selber weiter geforscht und ich habe gelesen, dass bei manchen Leuten kann es passieren, wenn man Östrogen nimmt, wenn man dann die Pille absetzt, dass da so ein starker Verfall in dem Hormonenspiegel ist und dass dadurch das Kopfweh verursacht werden kann. Und in dem Fall rät sich entweder die Pille abzusetzen oder eine andere Pille zu nehmen. Und ich habe meinen damaligen Frauenarzt darauf angesprochen, nur der hat zu der Zeit schon kein Interesse an meiner Gesundheit gehabt. Und das Traurige an der Geschichte mit dem Frauenarzt ist, dass ich dort eine jahrelange Patientin war. Ich würde sagen, so mindestens 16 Jahre oder vielleicht länger. Und wir sind immer ins Reden gekommen, wenn ich bei meiner Routinenkontrolle war, so einmal im halben Jahr. Und er hat mich irgendwann gefragt, ja, was gibt's Neues? Und ich habe ihm damals gesagt, ja, ich esse jetzt vegan und mir geht's sehr gut. Also ich fühle mich sehr toll. Und die Körperhaltung und der Blick war so, als ob ich ihm gesagt hätte, ja, und ich habe mir gestern meinen Kopf abgehackt und werde jetzt damit Fußball spielen. So ungefähr so hat er reagiert. Und ab dem Moment habe ich bei jeder einzelnen Untersuchung gemerkt, dass er null Interesse an meiner Gesundheit hatte, weil ich habe ihn ja diesbezüglich angesprochen wegen dem Kopfweh und wegen den Hormonen, wegen der Pille, ob da vielleicht nicht sinnvoll wäre, irgendwie was anderes zu überlegen. Und seine Antwort war, naja,
Schauen Sie, Sie sind schon über 40, wir werden alle nicht jünger, damit müssen Sie sich abfinden. Und das war auch das letzte Mal, dass ich diesen lieben Frauenarzt besucht habe und habe nach anderen Frauenärzten gesucht. Als erstes bin ich zu einem Frauenarzt hier in der Nähe von wo ich wohne gegangen. Er war an sich ganz nett, hat mich auch gar nicht schlecht beraten. Allerdings, ich habe mich da nicht so 100% wohl gefühlt, deshalb gehe ich auch nicht mehr hin, weil ich finde, gerade beim Frauenarzt muss man sich so richtig gut aufgehoben fühlen und da muss auch irgendwo die Chemie zwischen den Personen stimmen. Das war halt nicht der Fall. Er hat sehr gestresst gewirkt. Es war auch extrem laut im Warteraum und das ist etwas, was ich nicht mag, weil ich auch sehr empfindlich auf laute Geräusche bin. Also ja, aber das tut nicht zur Sache jedenfalls. Das, was ich eigentlich da vor allem erzählen wollte, ist, ich habe mit ihm diese ganze Sache mit der Pille besprochen und er hat gesagt, das kann schon sein, dass diese Migränen dadurch verursacht worden sind. Er hat sich dann die Hormonenzusammensetzung angeschaut und hat gesagt, vielleicht wäre es gut, die Pille entweder komplett abzusetzen oder eine andere probieren. Ich habe ihn dann auch ausgefragt, wie wir es mit Sterilisieren, weil wir planen keine Kinder und weil ja, also ich habe ein Kind schon großgezogen, das reicht mir für Leben lang. Und ich habe ihn dann auch gefragt, wie das ist halt, wenn sich der Mann vielleicht sterilisieren lässt. Also er hat gesagt, ja, wäre auf alle Fälle eine Überlegung. Er hat aber gesagt, vielleicht wollen Sie zuerst einmal eine andere Pille probieren und schauen, wie es Ihnen geht. Und ich habe mir dann gedacht, naja gut, warum nicht? Habe angefangen, die Tangolita zu nehmen. Er hat mir seine Probepackung mitgegeben und er hat gesagt, schauen Sie mal zuerst, ob das irgendwie passt, ob es Ihnen gut geht damit. Ich habe angefangen, die Pille zu nehmen, habe binnen von circa 2 Wochen auf einmal Zellulite auf meinen Oberschenkeln gehabt. Ich habe das Gefühl gehabt, als ob ich so mit Wasser aufgepumpt wurde und habe mich so schwer gefühlt. Ich fing an, auch extrem depressiv zu sein, was teilweise auch andere Ursachen hatte. Dazu verlinke ich euch unten ein Video. Aber es ging mir einfach generell nicht gut. Also ich habe alles so schwarz gesehen und ich habe mich einfach schlecht in meinem eigenen Körper gefühlt, was für mich ein absolut neues Gefühl war, weil ich bin jemand, der eigentlich sehr zufrieden in der eigenen Haut ist. Ich mache sehr viel Sport, ich esse sehr gesund und ich bin allgemein eher ein Mensch, der so recht easy peasy ist. Und ja, also ich habe gemerkt, es hat mir einfach nicht gut getan. Ich habe mir dann aber gedacht, na gut, vielleicht nehme ich die Pille noch ein zusätzliches Monat, vielleicht braucht der Körper eine Weile zum Umstellen. Inzwischen habe ich auch aber extremes Akne gekriegt. Also ich habe vor allem hier am Hals Akne gehabt, hier in diesem Bereich und hinten. Ich habe zuerst gedacht, das war dadurch, dass mein Haar kurz geschnitten wurde und die haben auch den Hals ausrasiert, als ich den Pixie-Schnitt hatte. Eigentlich, jetzt fällt mir gerade ein, wie schnell die Haare gewachsen sind, ne? Weil das ist jetzt ein halbes Jahr, seit die kurz geschnitten wurden. Wurscht. Jedenfalls, die Pickel gingen gar nicht weg. Also ich habe alles Mögliche probiert und ich habe auch darauf geachtet, dass ich nicht Junkfood esse, dass ich keine so süße Getränke trinke und was weiß der Kuckuck. Und nichts ist besser geworden, erst als ich die Pille abgesetzt habe. Und ich war zu der Zeit auch in Therapie, weil ich ja wieder depressiv war. Mehr dazu in dem Video, das ich euch unten verlinkt habe. Und ich habe die Pille abgesetzt. Binnen von einer Woche ging einiges weg von diesem Wasser scheinbar, was ich im Körper hatte, weil anders kann ich es mir nicht erklären, weil ich glaube nicht, dass man so schnell Gewicht loswerden kann. Und ich würde sagen, es hat circa 1,5 Monate gedauert, bis auch diese Zellulite weg war, vielleicht 2 Monate. Und der depressive Zustand hat sich dermaßen schnell verbessert, dass auch meine Therapeutin gesagt hat, dass liegt sehr wahrscheinlich an dem, dass sie halt diese Hormonenzusammensetzung nicht vertragen haben. Ich bin dann zu einem anderen Frauenarzt gegangen und ich habe eigentlich zu der Zeit schon beschlossen, nein, also ich bin kein Versuchskaninchen, ich werde keine andere Pille probieren, ich will keine nehmen. Entweder lasse ich mich sterilisieren, weil ich eben keine Kinder haben möchte, oder vielleicht kann der Jack sich sterilisieren lassen, ich lasse mich beraten, der Arzt wurde mir von einer Freundin empfohlen. Er ist so ein Herzchen. Also ich fühle mich da so richtig gut aufgehoben. Es ist nicht weit von hier. Ich fahre, glaube ich, nur 2 Stationen mit der U-Bahn und wirklich, ich fühle mich dort so richtig wohl und auch gut beraten. Er hat mich auch wirklich ausführlich beraten über alle Möglichkeiten, die ich habe, statt halt eben sterilisieren. Er hat mir gesagt, schau, sterilisieren ist halt so eine Sache bei einer Frau. Du brauchst eine Narkose, sie greifen da hinein. Es gibt natürlich Risiken. Wenn es für deinen Mann kein Problem ist, wäre vielleicht eine Vasektomie besser, weil das machen sie ambulant und es ist wesentlich einfacher und mit weniger Risiken verbunden. Also das ist etwas, was wir zurzeit überlegen. Und die Verhütungsmethode, die wir machen, das wird jetzt too much information, ist einfach,
Es gibt neben der Haupttür auch eine eigene Tür. Aber nicht nur. Also es ist einfach, wir nehmen entweder Kondom oder es gibt halt, wie gesagt, noch eine andere Tür. Ja, dieser Kanal wird immer interessanter, ne? Jedenfalls, also momentan machen wir es einfach so. Und ich nehme keine Pille seit einer Weile jetzt. Und ich muss sagen, meine Haut ist auch wesentlich besser geworden. Was ich gemerkt habe, und das möchte ich auf alle Fälle erwähnen, als ich mit der ersten Pille aufgehört habe, habe ich circa einen Monat keine Pille genommen, bis ich die zweite probiert habe, die ich dann so schlecht vertragen habe mit dem ganzen Akne und Gewicht und hin und her. Ich habe einen extremen Unterschied im Körpergefühl gemerkt. Also ich habe eigentlich die erste Pille, die Migränenpille, an sich so gut vertragen. Aber als ich sie abgesetzt habe, habe ich eins gemerkt. Die Scheidenwand ist auf alle Fälle weniger trocken gewesen. Zweitens, ich habe wesentlich mehr Lust auf Sex, was ich sehr gut finde, weil ich tue sehr gerne schnackseln. Und dann habe ich auch gemerkt, dass ich mich irgendwie leichter und beweglicher, irgendwie einfach besser fühle. Dann habe ich diese Pille von der Hölle genommen. Und als ich die abgesetzt habe, kam dieses Körpergefühl wieder. Also auf alle Fälle merke ich, dass die Pille schon sehr stark die Lust auf Sex bei mir gehemmt hat. Und dass sie irgendwie so ein, selbst wenn ich eine Pille genommen habe, die ich besser vertragen habe, es gibt so ein gewisses Schweregefühl, das die Pille bei mir hinterlassen hat. Ich weiß nicht, ob es durch Wasserablagerung ist oder ob es einfach durch irgendwas anderes verursacht wurde. Also mir geht es dermaßen gut ohne Pille, dass ich die nicht mehr nehmen würde. Würde ich jetzt bedauern, dass ich die je genommen habe? Nein, weil ich war mit etlichen Trotteln zusammen und bin froh, dass ich da kein Kind von den alten Beziehungen hatte, dass da ja kein Risiko war oder halt ein extrem geringes. Gesundheitsmäßig frage ich mich, wie wäre meine Lebensqualität, also wenn ich die nicht genommen hätte in der Zeit, wo ich diese ganzen Migränenanfälle hatte. Und ich bin extrem, extrem angepisst, was die Ärzte betrifft, die mich untersucht haben wegen meiner Migräne, dass sie da nicht einmal die 5 Minuten Aufwand genommen haben, dass sie sich nicht zu dem Scheiß-Laptop gesetzt haben und haben nicht ein bisschen gegoogelt bezüglich Hormone, weil ich als Nichtarzt habe die Information so gefunden im Web. Und das finde ich einfach kacke, weil ich sage euch, einmal im Monat Migräne zu haben, ist nicht lustig. Und besonders, wenn man dann nachholen muss, weil man nicht einsatzfähig ist. Erstens die Schmerzen und die Zeit. Also ich bin entsetzt und ich kann jeden raten, falls ihr irgendwie so extreme Kopfwehanfälle habt, schaut, ob das vielleicht mit der Pille zusammenhängt. Muss natürlich nicht sein. Es kann natürlich andere Ursachen haben, aber es ist eine Möglichkeit, auf alle Fälle anschauen. Und punkto Frauenarzt würde ich wirklich jedem empfehlen. Sucht euch einen Frauenarzt, der auf euch eingeht, der euch ernst nimmt, der Verständnis hat, wenn ihr sagt, ganz ehrlich, ich mag keine Pille mehr nehmen, dass er nicht die Augen verdreht und nicht euch sagt, ja, du bist eine alte Schachtel, das wird nicht besser, ne? Also so in der Richtung. Und ja, das ist sozusagen meine Story mit der Pille, mit der Migräne. Ich habe, seit ich die Pille abgesetzt habe, nicht mehr diese Migränenanfälle. Und zwar seit einer Weile jetzt. Und das ist sehr gut. Und das freut mich sehr. Also es spricht wirklich alles dafür, dass es durch die Pille verursacht wurde. Und falls ihr noch irgendwelche Fragen habt, schreibt einfach in die Kommentare. Und ich glaube, das war's auch für heute. Mehr habe ich nicht zu sagen zu diesem Thema. Ich hoffe, dass das Video für euch irgendwie nützlich oder informativ war. Ja, und ich danke euch sehr fürs Zuschauen. Es würde mich auch super freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet, falls ihr es noch nicht getan habt. Und falls euch das Video gefallen hat, vergisst nicht auf ein Däumchen hoch. Ihr könnt das auch gerne teilen mit jedem, der irgendwie vielleicht ein Interesse an diesem Thema haben könnte. Unten in der Info habe ich euch wie immer meine ganzen Instagram-Accounts verlinkt, irgendwelche Playlists und Videos, die mir einfallen, die interessant sein könnten. Es gibt da unten zwei Discount-Codes. Und wir sehen uns beim nächsten Video. Ich habe euch ganz toll lieb und bis bald. Tschüss!